Was geht ab, meine Wunschkinder? Und heute reden wir über die besten Roamer in Rainbow Six Siege. Das Roamen ist in Siege wohl die beliebteste Rolle. Ich kann es einerseits verstehen, weil man viele Kills macht und durchgehend beschäftigt ist. Nur Roamen die meisten falsch, aber dazu mache ich dann ein zusätzliches Video. Das Roamen selber beinhaltet mehr als nur das simple Killen der Gegner. Es geht beim Roamen sogar noch viel mehr um das sogenannte Time-Wasten. Denn wenn ihr euch zu früh auf einen Gunfight einlasst, kann es sein, dass ihr diesen verliert. Lasst ihr aber den Gegner einfach nur wissen, wo ihr euch befindet und lauft im ganzen Gebäude umher, wird der Angreifer immer und immer wieder mit euch beschäftigt sein, ohne in Ruhe seinen Angriff durchführen zu können. Aber beginnen wir mal mit den besten Roamern. Ich sortiere Jäger und Bennett bewusst aus, weil ihre Geschwindigkeit zwar gut ist, aber ihr Gadget ihnen beim Roamen nicht wirklich helfen kann. Und ich weiß, viele gehen mit Rook Roamen, aber das lassen wir jetzt alles mal außen vor. Das Ranking an sich wird also von Platz 5 bis Platz 1 gehen und ja, der Platz hat etwas damit zu tun, wie nützlich ein Roamer ist. Bedeutet aber nicht, dass irgendwer schlecht ist, aber dazu komme ich dann am Ende des Videos. Kommen wir zu Platz 5. Kavera. Bevor ihr jetzt an die Decke geht, lasst mich erstmal ein wenig Luft holen. Kavera hat die schwächste Primärwaffe der Verteidiger von gerade mal 330 Schaden pro Sekunde. Um mal einen Vergleich zu ziehen, die stärkste Waffe in der Verteidigung sind momentan Maestros Alda mit 525 Schaden pro Sekunde und Jägers 416C mit 530 Schaden pro Sekunde. Wenn man jetzt mal Vigils SMG-12 nicht mitzählt, weil das Ding ist einfach nur OP. Der durchschnittliche Schaden pro Sekunde liegt bei ca. 400. Okay, die M12 ist schon sehr präzise. Das wäre dann wohl der Pluspunkt. Kommen wir aber zu Kaveras Fähigkeit, beziehungsweise Fähigkeit 10. Kavera hat einmal ihren Silent Step und einmal ihr Verhör und wie ich finde sogar irgendwie eine dritte Fähigkeit, ihre Louison mit 99 Schaden, die einen Gegner verletzt und ihr somit hilft, irgendwen zu verhören. Der Silent Step hilft dir auf einer Seite, dich leise von A nach B zu bewegen oder auch keine Fußspuren zu hinterlassen, die Jekyll dann auch spüren könnte. Das Problem des Silent Step ist aber, dass deine Tritte nicht leiser sind, wenn sich ein Angreifer unter dir befindet und er dich oben laufen hört. Kavera wurde in letzter Zeit auch ab und an in der Pro-Liga gepickt, weil auf Bank zum Beispiel auch viel Jekyll gespielt wird. Kavera holt sich somit einen kleinen Vorteil raus, indem man einfach keine Fußspuren hinterlässt. Was ist aber mit ihrer zweiten Fähigkeit, dem Verhör? Auch das Verhör ist eine Global Ability, nur muss Kavera sich in Gefahr begeben, um diese durchzuführen. Kavera landet deswegen auf Platz 5, weil das Verhör zwar ihre beste Fähigkeit ist, aber in einer hohen Elo nur sehr schwer zum Einsatz kommt. Die meisten Teammates sprechen sich ab und sind auch nicht oft weit voneinander entfernt. Ich weiß, Leute, dass ihr jetzt sagt, also ich schaffe das oft. Ja, das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Denn das Ding ist, wenn man es schafft, ist das Verhör eine der stärksten Fähigkeiten im Spiel, wenn man das so sagen kann. Es verschwendet Zeit für die Angreifer, also Angreifer laufen meist weg und verstecken sich auf Dächern etc. Es gibt euch Informationen, wo die Angreifer sind. Es gibt euch die Information, welche Angreifer noch übrig sind. Und einer der wichtigsten Aspekte, es erhöht das Potenzial, das komplette Angreiferteam auszulöschen. Also eine Interrogation und alle laufen los wie wild gewordene Zombies. Also, Platz 5 geht leider an Kavera, schlechteste MP der Verteidiger, zwar eine sehr gute Fähigkeit, kann aber selten eingesetzt werden. Machen wir weiter mit Platz 4, Alibi, der neueste Zugang in Rainbow. Alibi hat eine SMG, die in Ordnung ist, die MX4 Storm. Sie ist nicht sonderlich stark vom Schaden, hat aber eine sehr hohe Feuerrate von 950 Schuss die Minute. Der Schaden pro Sekunde liegt also bei 411. Ist also eine Waffe, die kaum über dem Durchschnitt liegt, zumindest vom Schaden. Ich gehe jetzt nicht weiter auf die anderen Waffen ein, denn dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Das Problem mit Alibi ist, dass man ihre Fähigkeit zwar gut zum Roam nutzen kann, sich aber nicht wirklich bewährt. Denn die meisten Drohnen wie die Weltmeister haben Jekylline, Doki oder Glass und da bringen ihre Hologramme recht wenig. Wenn man mit ihr roamt, muss man ihre Hologramme immer und immer wieder neu positionieren, denn sonst bringt es irgendwie nahezu nichts. Alibi hat sich irgendwie viel mehr als Patrol herausgestellt, als wirklich zum Roamen. Patrol habe ich schon mal erklärt, aber ich erkläre es gerne nochmal. Es gibt in der Verteidigung Anchor, Roamer und Patrol. Patrol ist genau zwischen Anchor und Roamer, jemand, der nicht weit vom Objective ist und immer wieder gewisse Wege abläuft. Dazu aber mal wieder mehr in einem anderen Video. Warum also Alibi auf Platz 4? Sie ist genau wie jeder andere Roamer ein 3-Speed. Ihre MX Storm jedoch ist schon mal besser als Kaveras M12. Hinzu kommt, dass ihre Hologramme schneller eingesetzt werden als Kaveras Verhör. Es reicht aber leider nur für Platz 4, weil es momentan noch 3 bessere Roamer gibt. Und das ist ein gutes Stichwort zum nächsten Roamer, Platz 3, Ella. Ich weiß, was sie jetzt sagen. Wollt. Ella wurde zu Tode genervt und ihre Waffe ist kaum zu gebrauchen aufgrund ihres Rückstoß. Ella Scorpio liegt schon mal vom Schaden pro Sekunde leicht über der MX4 Storm von unserem Platz 4. 411 Schaden pro Sekunde die MX4 Storm und 414 die Scorpio. Ist zwar wenig, nähert sich aber dem überdurchschnittlichen. Hinzu kommt, dass die Scorpio eine noch höhere Feuerrate hat
und ein größeres Magazin. Also sind die Statistiken schon mal besser als die MX4. Das Problem ist aber anscheinend für viele der Rückstoß. Gut, es ist ein akzeptabler Minuspunkt. Jedoch finde ich, dass wenn man einen Gegner beschießt, der sich auf einer höheren Distanz befindet, man auch Tapfire machen kann. Denn im Nahkampf ist das Ding schon ziemlich gut. Alleine das unglaublich präzise Hüftfeuer. Gut, ein weiterer Minuspunkt sind wirklich die fehlenden Kontaktgranaten. Das ist für einen Roamer irgendwie ein Dorn im Auge. Aber wieso dann dennoch Platz 3 und nicht Platz 4? Denn Alibi hat Kontaktgranaten. Naja, Ellas Gadget, ihre Donnerdildos sind so vielseitig zu gebrauchen. Alleine die schnelle Einsatzbereitschaft ihrer Minen, die man so schmeißen kann, dass der Gegner sie nicht mal sieht. Sie den Gegner massiv in der Sensibilität einschränken, so wie Sicht und Akustik stark beeinträchtigt sind. Alibis Hologramme geben zwar eine präzisere Information ab, dennoch sind Ellas Gadget nützlicher für einen direkten Kampf. Deswegen landet Ella auf Platz 3. Ihr fragt euch jetzt sicher, wer ist dann Platz 1 und wer ist Platz 2? Naja, eigentlich nicht wirklich. Jeder weiß, dass Vigil momentan einfach der beste Roamer ist, aber dazu kommen wir gleich. Platz 2 macht Pulse. Pulse ist einer der Standard-Operator und ist immer noch einer der besten Intel-Roamer. Seine UMP ist nicht die stärkste und nicht die schnellste, hat aber einen nahezu nicht vorhandenen Rückstoß. Der Schaden pro Sekunde liegt bei 380, leider auch nur 25 Kugeln im Magazin. Seine Waffe ist also weitaus schlechter als Ella Scorpio. Wieso also Platz 2? Pulse hat zunächst als einziger Roamer ein Nitro-Handy und im Vergleich zu Ella überhaupt irgendwas, was explodiert. Was ihm echt den Vorteil von C4-Fallen erlaubt oder sogar im Notfall eine Rotation erzeugen kann. Gut, man könnte noch Bandit spielen als Roamer, aber darüber habe ich ja schon am Anfang etwas gesagt. Der aber größte Vorteil seines Gadgets ist, dass er im Vergleich zu allen anderen Roamern nahezu lautlos an Informationen kommt. Bei Cabera wird man gewarnt, bei Alibi auch. Bei Ella geschieht das zwar plötzlich, dennoch hat man oft Rückendeckung vom Team. Sein Gadget hat keine begrenzte Einsatzbereitschaft, wie zum Beispiel Alibis Hologramme oder Ellas Donnerdildos. Und auch keine Abklingzeit, wie zum Beispiel Cavera Silent Step oder Vigils Rendersystem. Klar, es dauert seine Zeit, bis man das Gadget auspackt und es macht auch seine Geräusche. Das Besondere an dem Ding ist halt, dass man mehrere Gegner gleichzeitig in Echtzeit beobachten kann und präzise Infos geben kann. Hinzu kommt die Kombination Nitro-Handy und Gadget, denn Pulse ist ein tödlicher Operator, wenn von unten oder oben gespielt wird. Aber dazu mal mehr in einem Tipps und Tricks Pulse-Video. Also kommen wir noch zu Platz 1, Vigil. Falls ihr noch keinen Vigil freigeschaltet habt und seid gerne am Roam, dann kauft euch Vigil. Seine K1 macht 432 Schaden pro Sekunde, ist also schon mal ganz stark. Hinzu kommt, dass der Rückstoß echt unglaublich gering ist. Außerdem hat Vigil die SMG-12, die so stark ist, dass ich hoffe, dass das Ding bald genervt wird. 32 Schuss, 595 Schaden pro Sekunde und eine 1270er Feuerrate. Ist in meinen Augen viel zu viel und ich bin da Gott sei Dank nicht der Einzige, der so denkt. Naja, Vigil hat alles, was ein Roamer braucht. Er ist ein 3-Speed, hat Kontaktgranaten und sogar zwei starke Waffen. Hinzu kommt seine Fähigkeit, die von allen immer als sinnlos eingestuft wurde und ich damals schon gesagt habe, als herauskam, dass Vigil in den richtigen Händen ein guter Operator ist. Da die Angreifer sowieso größtenteils drohen, macht sich seine Fähigkeit einfach unglaublich gut bezahlt. Vigil kann den Angreifern einfach so viel Zeit kosten, alleine nur, weil man ihn nicht präzise lokalisieren kann. Also, Platz 5 macht Cavera, Platz 4 macht Alibi, Platz 3 macht Ella, Platz 2 Pulse und auf Platz 1 ist Vigil. Jeder Roamer ist auf seine Art irgendwie gut, nur leider nicht immer notwendig. Vigil macht sich immer bezahlt, wo Cavera hingegen auf bestimmten Maps wie Bank oder Theme Park sehr nützlich sein kann. Aber wer ist euer Lieblingsroamer? Schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare. Twitter und Instagram sind in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Jericho5. Pulse hat im Vergleich zu Ella... Puller...